So, jetzt, Aufzeichnung läuft wirklich dieses Mal. Wir haben heute alle möglichen technischen Herausforderungen erlebt. Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen in dieser Serie mit dem Namen Meet the Experts. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneuren beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, ideale Kunden gewinnen und ihre Expertise zum Business machen. Und was viele nicht wissen ist, wenn sie in den Genuss eines Coachings mit mir kommen, dass ich nicht die einzige Person bin, die sie berät und coacht, sondern wir haben einen Expertenpool von wunderbaren Fachexpertinnen vor allem. Wir haben keinen einzigen Mann, witzigerweise, dabei. Und eine davon ist die wunderbare Petra von Schenk. Die ist unsere PR-Expertin. Hallo und guten Morgen, liebe Petra. Hallo, guten Morgen. So, und um diese Gespräche noch interessanter zu machen und auch nützlich für diejenigen, die zuhören, wollten wir nicht einfach unter Experten miteinander sprechen, sondern wir wollten mit richtigen Experten und Solopreneuren sprechen, wie Nathalie Mühlen, die auch heute dabei ist. Guten Morgen, Nathalie. Hallo. Nathalie sieht sehr gefasst aus, sie hat aber eine Maus im Haus, die sie womöglich mitten im Gespräch ein bisschen aufregt. Vielleicht, wenn sie aufspringt, ihr wisst, worum es da geht. Nathalie ist Coach aus der Nähe von Nürnberg und ist schon 4 Jahre auf dem Markt. In den ersten Jahren erst in einer Nebenbeschäftigung mit ihrer Coaching-Praxis. Seit etwa einem Jahr ist sie vollständig auf dem Markt unterwegs. Und sie möchte natürlich, wie alle anderen, wissen, wo finde ich denn meine Wunschkunden, also wie kann ich sie ansprechen? Und das ist das Thema von unserem heutigen Gespräch, nämlich, und ich habe es mir hier aufgeschrieben, dass ich es ja nicht vergesse, wie finde ich Medien, mit denen ich meine Wunschkunden erreiche? Und wir werden natürlich in unserem Fokus sein auf die PR-Seite anstatt die Marketing-Seite. Und das führt gleich über zu der nächsten Frage an Petra, nämlich Petra, viele wissen nicht oder haben sich noch nie mit der Frage auseinandergesetzt, was ist der Unterschied eigentlich zwischen Marketing und PR? Und wer besser als du, als da mit dieser Antwort einzusteigen? Ja, sehr gerne, liebe Shelia. Marketing und PR kann man sich so vorstellen, als ob man, ja, wie wenn man auf einem Spielplatz wäre mit 3 verschiedenen Spielgeräten. Mit Marketing, mit PR und ich nehme jetzt einfach mal die Werbung da noch mit dazu. Bedeutet, PR ist ein Teil dieses Spielplatz, ist ein Teil des Marketings, hat aber seine Besonderheiten, wie auch eben die anderen Spielgeräte des Marketings selbst, in dem du ja Expertin bist, Shalia, und eben die Werbung. Bedeutet, am besten und am erfolgreichsten sind wir als Unternehmer und Solopreneure, wenn wir natürlich an alle unsere Spielgeräte und Aktivitäten denken, aber auch gleichzeitig wissen, was wir an welcher Stelle besonders gut einsetzen können. Denn, naja, in einem Sandkasten kann man schlecht schaukeln und auch nicht rutschen, sondern im Sandkasten kann man einfach andere Dinge tun. Also sprich, wenn wir wissen, was wir erreichen wollen und auch was wir uns wünschen in dem Moment, können wir auswählen, okay, welcher Part des Spielplatzes ist für uns gerade angesagt. Und Unterschied Marketing PR. Mit Marketing möchte ich meine Lieblingskunden, meine Wunschkunden ansprechen und ich adressiere sie auch ganz konkret. Und bei PR verlage ich so ein bisschen meinen Fokus, sondern und schaue, was möchte im ersten Schritt, kommen wir auch gleich hin, überlege ich mir, okay, via dieser Medien kann ich meine Wunschkunden erreichen. Okay, aha, also suche ich mir Medien, die zu meinen Wunschkunden passen, aber im ersten Schritt muss ich praktisch den Gatekeeper, denjenigen, der entscheidet, was kommt in das Medium, überzeugen. Und das ist der Journalist. Bedeutet, ich habe zwar meinen Wunschkunden im Blick, aber ich kümmere mich im ersten Schritt darum, um zu schauen, was möchte der Journalist haben an Informationen, auf welche Weise möchte er die Informationen bekommen und kann ich mit einem Journalisten einen guten Kontakt pflegen. Also, wie wenn man eine zusätzliche Wunschkundengruppe praktisch kreiert. Okay, das heißt also, wenn ich so also übersetzt für mich aus meiner Denkweise, also mit Marketing, was ich auch lehre, du gehst also da draußen, zum Beispiel im Online-Bereich mit deinem Content, du siehst die Leute direkt zu dir an, indem du die abholst bei den Themen, die ihnen wichtig sind und du hast die komplette Kontrolle darüber, was du sagst und wie du diese Menschen erreichst. Und im PR-Kontext, da gehst du womöglich auf reichweitenstarke Plattformen, es können Zeitschriften sein,
Was sind so noch Plattformen, also außer Zeitschriften, wo man mit PR, weil Journalisten bringe ich in Verbindung mit, natürlich mit Fernsehsendungen, aber mit Zeitschriften, aber was sind denn die Medien überhaupt, wo diese Journalisten als Gatekeeper dazwischen stehen? Journalisten, Anführungszeichen. Vermeintliche Journalisten. Ja, es gibt eine ganze Bandbreite. Erst natürlich ganz klassisch Radio und Fernsehen, wobei ich gleich sagen muss, okay, die selektieren natürlich sehr, sehr stark. Also da wird es vielleicht schwierig sein, mit einzelnen Themen reinzukommen. Aber genauso gehört dazu die Lokalpresse. Mhm. Und es gehören dazu Fach- und Special-Interest-Medien. Ja. Oder Fach- und Nischenmedien. Und wenn jetzt der eine oder andere von euch sagt, so Fachmedien, mein Gott, jetzt wird's trocken. Nee, überhaupt nicht. Also gerade diese Special Interest Medien, also Medien, die für ganz spezielle Themen, auf ganz spezielle Themen und auf ganz spezielle auch Zielgruppen ausgerichtet sind. Das kann vom Frauenmagazin sein, von der L über die Emotion, über Yoga bis hin zu Flöte aktuell oder der Rauhaardackel oder der Rhododendron, wobei es die letzten zwei Medien auch schon seit Jahrzehnten gibt. Ja. Also ihr seht, es gibt wirklich ganz kleine Nischen, wo ich schon dachte so, wie will ich so viele Jahre über den Rauhaardackel schreiben? Mir würde nach einer Weile nichts mehr einfallen. Aber man sieht schon, auch kleine Nischen oder ganz spezielle Themen haben ihre Medien. Und gerade diese speziellen Themen sind spannend für uns als Solopreneure. Und je nachdem, wenn man eine lokale Coaching-Praxis hat, auch natürlich auch die Lokalpresse, sodass die Leute, die rundherum wohnen, auch mitbekommen, dass es einen gibt. Und das Tolle ist einfach, dass wir natürlich, okay, wir sind ja auf Facebook und es ist bekannt, dass natürlich sehr viele Menschen auf Facebook sind und dass natürlich auch das Business gut stützt und unterstützt. Aber man darf nicht vergessen, ein Facebook-Post und ich hoffe nicht unser Video, aber an sich, alles was auf Facebook ist, hat natürlich auch eine kurze Halbwertszeit. Das ist, die Leute gucken kurz rein und dann ist es wieder weg. Ja. Wenn man ein Printmagazin hat und irgendwas Schönes hier, kannst du mal blättern, bekommt, also ein Kunde das sieht oder ein Lieblingskunde das sieht, gibt es zwei Vorteile. Das erste, es hat eine andere Wertigkeit, indem derjenige sagt, boah, ist sogar hier jetzt in dem Magazin drin. Und gerade bei Print-Exemplaren ist natürlich so, da gibt es eine bestimmte begrenzte Seitenzahl. Das heißt, wow, überhaupt erstmal reingekommen, toll. Und zweitens, man wirkt als Experte oder als jemand, der sich auskennt, natürlich nochmal anders, als wenn man jetzt einen Facebook-Post gesetzt hat. Ja. Nach wie vor hat das eine andere Glaubwürdigkeit, auch natürlich davon abhängig, in welchem Medium man letztlich ist. Okay, sehr, sehr spannend. Das ist eine super Unterscheidung auch. Und Dankeschön dafür, Petra, weil ich glaube, viele wissen den Unterschied nicht. Und ich glaube, das passt super für Natalie heute, weil wir hatten im Vorgespräch nämlich festgestellt, dass Natalie eine Zielgruppe hat, die ist eine Zeit schon eingrenzbar auf einigen Bereichen, aber doch sind ganz viele Leute betroffen von den Themen, mit denen Natalie zu tun hat. Und ich glaube, dass eine PR-Strategie unter anderem sehr interessant für sie sein könnte. Natalie, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wäre es toll, wenn du dich vorstellst. Also wer bist du, was machst du als Coach und wen sprichst du mit deinem Angebot überhaupt an? Mhm. Okay, gut, mein Name, ich heiße Natalie Mühlen und ich arbeite aktuell hauptsächlich 1:1 und zwar habe ich letztes Jahr, als ich mich dann eben hauptsächlich auf mein Online-Business fokussiert habe, bin ich online gegangen. Vorher habe ich alles offline gemacht. Seitdem arbeite ich hauptsächlich online. Also auch die Coachings finden per Skype oder Telefon statt. Mhm. Und ich arbeite mit Frauen, die unzufrieden mit ihrem Leben sind, die auf der Stelle treten. Das ist auch schon öfter mal eine längere Zeit, die einfach nach mehr in ihrem Leben suchen. Sie haben einen Job, der ist irgendwie okay. Sie haben meistens eine Partnerschaft, auch die passt schon irgendwie, aber sie sind einfach unzufrieden. Und das Problem von den Frauen ist, dass sie nicht wissen, was sie wollen, was sie anders machen können. Und genau, mit diesen Themen kommen sie zu mir. Und in der Arbeit ist es auch meist so, dass sich im Außen dann gar nicht so viel ändert, aber im Innen sich unheimlich viel bewegt und sie dadurch dann einfach ein ganz anderes Lebensgefühl gewinnen.
Okay. Und also was ich mitgenommen habe aus unserem Vorgespräch außerdem, Nathalie, ist folgende Tatsache. Also jemand, der irgendwie, eigentlich ist alles ganz okay, da ist, ich habe nicht gehört, dass ein dringendes Problem ist, wo sie dringend was suchen, online oder sonst wo. Du hast gesagt, dass sie eigentlich schon sich beschäftigen mit Lebenszufriedenheit und einige Bücher lesen zu diesen Themen von Lebensglück und so weiter. Sie suchen ein bisschen ihr Lebensglück, um diese Lücke der Unzufriedenheit zu stopfen. Aber ansonsten ist ein bisschen diffus, was da passiert. Also diese Unzufriedenheit ist ein latentes Gefühl, was dort ist. Und im Marketing hat man immer die Herausforderung bei so einer Zielgruppe, dass sie nicht unbedingt zwangsläufig wo gemeinsam abhängen. Also sie gründen nicht auf Facebook zum Beispiel eine Gruppe, die heißt, eigentlich ist alles okay grundsätzlich, aber irgendwo ist da leicht Unzufriedenheit zu finden. Das ist schon eine herausfordernde Zielgruppe, wenn es darum geht, zu identifizieren, wo sie sind. Und da bin ich total gespannt, Petra, wie du an die Sache herangehst, gemeinsam mit der Nathalie, um zu schauen, wo sind diese Medien, wo diese Zielgruppe unterwegs ist, wo kann man sie vielleicht über PR einfach erreichen, auf Wege, die man vielleicht im Marketing anders schaffen würde. Ich überlasse dir einfach mal die Frageposition, Petra. Du wirst sicherlich in Gesprächen mit Nathalie einiges von ihr herausfinden wollen. Und ich weiß auch, dass du als Vorbereitung bereits ihre Website angeschaut hast und ein bisschen geguckt hast, was sie macht. Also bitteschön. Ja, dann freue ich mich gerade, Nathalie, dass ich dir jetzt ein paar Fragen stellen kann, beziehungsweise einfach gemeinsam mit dir reinspringe und einfach an einem Thema arbeite. Wie Shelly ja schon gerade gesagt hat, habe ich mir deine Website angeguckt und will gleich sagen, es lohnt sich, auf die Website zu gucken. Sie ist wirklich schön. Und gerade schon dein erstes Profilfoto, ist einfach so leicht zugänglich und so vertrauenbildend, dass ich mich direkt gefreut habe, gleich auf dieses Gespräch und auch darauf, mehr über dich zu erfahren. Und ich habe auf deine Website einmal geguckt, weil ich vorher nicht wusste konkret, was du machst, um herauszufinden, welchen Menschen möchtest du ansprechen, wobei kann ich dir helfen. Genauso aber auch mit einem, ich habe zwar nur zwei Augen, aber ich habe mal ein drittes dazugenommen im Geiste. Worauf würde ein Journalist gucken oder was ist für den wichtig? Und ein Aspekt, der mir direkt gekommen ist oder mit dem ich als Ansatz, mit dem ich mich beschäftigt habe, eben gerade anknüpfend an Shelvias Thema oder Fragestellung, okay, diese Zielgruppe ist nicht so richtig greifbar oder sie ist nicht so klar einzugrenzen. Und das Erste, was ich mir überlegt habe, während ich über deine Zielgruppe nachgedacht habe, war, seht schon, ich habe Karten benutzt. Ich lese auch vorne, nur damit es einfach mal gesehen ist. Das Thema Life Coach. Wenn diese Gruppe nicht so richtig klar definiert ist, könnte es einmal sein, dass ihnen gar nicht bewusst ist, dass es einen Life Coach gibt, der ihnen bei diesem Thema helfen kann. Das heißt, dieses ganze Thema ist vielleicht für die Leute diffus und die wissen noch gar nicht so. Sie merken, also irgendwie, ich bin morgens zwar nicht schlecht drauf, aber eigentlich nur in 60% meiner gut viel Stimmung. Das heißt, es ist so eine latente Lebensunzufriedenheit, soweit ich das mitbekomme und verstanden habe und von dir weiß, die deine Lieblingskunden beschäftigen. Aber ihnen ist es selber noch nicht so ganz klar. Bedeutet, die müssen überhaupt erst ein Gespür dafür bekommen oder überhaupt mal auf den Trichter kommen. Moment, ich muss mich selber mal gerade wahrnehmen. Ja, stimmt eigentlich. Ich fühle mich gar nicht so richtig toll. Das heißt, die müssen erst noch abgeholt werden. Den ist eigentlich das, den oder in ist es vielleicht schon klar, sie merken, irgendwas stimmt hier nicht, aber sie wissen nicht, dass es A, Live-Coaches gibt und natürlich Punkt 2 noch viel wichtiger, dass es dich gibt, liebe Nathalie Mühlen. Also, es ist sinnvoll zu gucken, wo gibt es Medien, die sich mit Themen beschäftigen, mit Themenkreisen beschäftigen, die so eine Vorbereitung, bei dem man sich vorstellen kann, dass die vorbereitend über dieses Thema sprechen, dass sie dieses Thema überhaupt anreißen, dass dieses Thema, du fühlst dich vielleicht nicht so richtig toll, aha, es gibt Life-Coaches und Nathalie Mühlen ist ein prima Life-Coach und der sagt jetzt was dazu oder beziehungsweise wird in dem Text zitiert. Das ist
der erste Part. Der zweite Part ist, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere einfach emotional schon auf die Vorbereitung ist, vielleicht schon was ausprobiert hat, vielleicht auch schon versucht hat, was zu ändern. Das heißt, er ist auf der Suche, ihm ist es irgendwo klar schon, er möchte was tun, er ist also schon einen Schritt weiter als die erste Gruppe und fragt sich halt, ich habe jetzt schon Selbsthilfebücher gelesen, ich habe jetzt schon, keine Ahnung, mit Meditieren angefangen, mache schon Yoga, aber irgendwie ist es immer noch nicht so ganz das. Das heißt, im Grunde genommen eine zweite Art von Gruppe Mensch, die nach eine konkrete Lösung suchen und einfach bei ihrer Suche gern ein Erfolgserlebnis haben möchten, nämlich dich finden. Also da ist ein zweites Themenfeld, nämlich, okay, die Leute haben schon was gemacht, die kann man natürlich ganz anders abholen und noch stärker in die Tiefe gehen. Mhm. Warum ist das wichtig? Weil, wenn du mit dem Journalisten in Kontakt kommst, dann möchte der natürlich im ersten Schritt feststellen, hast du denn ein Thema oder ein Event oder irgendetwas, was für mich spannend ist? Mhm. Und nicht für ihn persönlich, sondern für seine Zielgruppe, für seine Lieblingsleser, für seine Wunschleser. Also im Klartext schaust du im ersten Schritt, okay, was liest denn meine Wunschkunden? Was lesen meine Lieblingskunden? Da gebe ich dir gleich noch ein paar Tipps, wie du da vorgehen kannst oder wie du da die ersten Schritte gehen kannst. Und wenn du herausgefunden hast, diese Medien, diese Gruppe wäre interessant, dann schaust du dir genauer an, mit was für Themen beschäftigen die sich. Passt denn mein Thema mit dazu? Passt mein Themenkreis damit dazu? Vielleicht haben die das sogar auf dem Plan. Ich sage jetzt, werft jetzt einfach nochmal das Thema Redaktionsplan, Sonderthemenliste da rein. Also sprich, auch die Medien machen Pläne und wenn ihr im Online-Business den Begriff Redaktionsplan gehört habt, dann ist das keine neue Erfindung von der Online-Welt, sondern eigentlich kommt ihr aus der klassischen Medienlandschaft. Ja. Das hat nur die Online-Welt adaptiert und gesagt, wir brauchen das auch für unsere Blogs. Aber an sich kommt das eigentlich aus von den ganz klassischen Zeitungsmedien und auch Special Interest Medien. Das heißt, die planen voraus. Und wenn dein Thema dazu passt, zu deren Planung oder eben auch zu aktuellen Strömungen der Gesellschaft passt, dann hast du recht gute Chancen, dass sie zumindest mal genau hingucken. Was hast du denn da zu bieten oder was ist dein Thema? Bist du vielleicht für meine Leser spannend? Auch noch wichtig, ist dein Thema schon durch alle Medien gegeistert oder haben gerade schon 5 oder 6 Medien drüber geschrieben und liest du es überall, dann ist es fast schon abgefeiert. Sprich, wenn alle drüber schreiben oder sehr viele drüber schreiben, sagt sich der Journalist, naja, die Konkurrenz tut es schon, dann ist es ja nichts Neues mehr, dann muss ich nach was anderem suchen, damit ich meinen Lesern auch wirklich einen richtigen Aha-Erlebnis und einen Mehrwert biete. Stichwort News-Charakter. Also ist es wirklich eine Neuigkeit für die Leute oder etwas, was sie jetzt lesen wollen? Schnell lesen wollen oder ist es eine Geschichte, das ist jetzt einfach vorbei, dann greift das gar nicht auf. So, zweite Geschichte, Thema, wie komme ich zu den Medien? Überlege dir mal, wie denn der Tagesablauf von deinem Lieblings- und Wunschkunden ist. Und zwar, ein Ansatz ist, sich zu überlegen, welchen Kunden mein 4 Jahre ist ja auch schon ein stattliches Business-Zeitraum. Da gab es sicher schon eine Handvoll Kunden, mit denen du am allerliebsten zusammengearbeitet hast. Wo du sagen würdest, also mit den Kunden am liebsten würde ich die gerade entweder auf den Kopierer setzen, hier alle kopieren oder klonen. Von denen hätte ich gerne am liebsten nochmal eine ganze große Gruppe. Und dann überlegen mal, ob diese Gruppe Gemeinsamkeiten hat. Oder wo du sagen kannst, die haben vielleicht eine ähnliche Sportbegeisterung oder die gehen, ich tippe jetzt einfach mal was raus, die gehen alle Tennis spielen oder das sind hauptsächlich Intellektuelle oder das sind hauptsächlich Mütter mit Kindern oder das sind, kochen alle gerne in ihrer Freizeit. Also schau auch mal, wo gibt es bei denen Gemeinsamkeiten? Oder wenn du einen Top-Lieblingskunden hast, was ist für den besonders? Denn der Lieblingskunde von dir, dein Wunschkunde, der muss ja irgendwo von dir lesen. Damit er von dir liest, wäre es ganz gut, wenn du in einem Umfeld auftauchst, wo er in seinem Alltag, wo er offen für dich ist.
Dann ist er offen für dich, wenn du weißt, okay, aha, morgens ist er vielleicht unterwegs, okay, fährt mit dem Auto hin, dann sitzt er vielleicht irgendwo bei einem Arzt und liest, blättert in Zeitschriften. Mhm, was liegt denn da aus? Schon der erste Anhaltspunkt oder Tipp. Überlege dir mal, wie ist der Tagesablauf von deinem Lieblings- und Wunschkunden und wo trifft dieser Wunschkunde Ding auf Medien? Ganz kurz, darf ich mal da ein einhaken oder beziehungsweise eine Frage stellen? Natürlich, ja. Weil die Natalie hatte ja im Vorgespräch ein bisschen erklärt, dass eine Gemeinsamkeit, die sie festgestellt hat, ist, dass die Personen, mit denen sie zu tun hat, die überwiegend Frauen sind, eher ein bisschen isoliert in ihrem Leben leben. Natalie, magst du ein bisschen darüber erzählen, was du da erkannt hast in den letzten 4 Jahren? Okay. Ja, es ist weniger in den 4 Jahren als jetzt bei den Kundinnen, die ich einfach in letzter Zeit online hatte. Da ist bei einem Gespräch mit einer Freundin mir einfach aufgefallen, dass die Gemeinsamkeit ist, dass sie sehr für sich leben. Also das war jetzt eine Frau, die ist zum Beispiel schon ein bisschen älter, die Kinder sind schon aus dem Haus, aber sie steht den ganzen Tag in ihrem eigenen Laden. Andere Kundinnen haben Kinder und der Fokus ist dann sehr bei den Kindern und bei der Familie. Und ich habe dann natürlich auch in Coachings auch mal darauf angesprochen, okay, gibt es da gleichgesinnte Menschen, mit denen du dich austauschen kannst? Das hatte keiner von denen. Und das ist mir so als Gemeinsamkeit aufgefallen, dass sie ja schon sehr isoliert leben und sich zwar irgendwie auch mit sich ein bisschen beschäftigen, aber ja, nicht wirklich damit nach außen gehen. Vielleicht gehen sie auch mal auf einen Workshop oder so, aber auch das kam bei den Kunden jetzt dann erst so. Also sie sind da sehr für sich und machen viel mit sich aus und gehen wenig raus. Natalie, weißt du sonst noch über den Tagesablauf deiner Zielgruppe? Ist das überhaupt eine Frage, die du dir jemals gestellt hast? Also wo? Also ich habe natürlich einmal so dieses Wunschkundenprofil, wo auch der Tagesablauf ganz genau erklärt ist. Das habe ich gemacht. Bei den Kunden, die ich jetzt hatte, war es ein bisschen anders. Also die waren eben entweder beschäftigt mit Arbeit von früh bis spät oder Teilzeit angestellt und dann halt für die Kinder da, wenn die noch kleiner waren. Oder auch noch als Hausfrauen zu Hause. Mhm. Und aber auch da irgendwie nicht die Zeit genutzt, um dann viel für sich zu machen, sondern wirklich auch dann sehr zurückgezogen und auch Fokus wirklich auf die Kinder, auf die Familie, auf den Partner. Sehr interessant. Und ich würde ganz gerne da nachhaken und im Namen von anderen sprechen, weil es gibt zwei Zielgruppen und ich werde auch eine provokative Frage aussprechen, die vielleicht alle auch in ihren Köpfen haben. Nämlich, es gibt Kunden und Kundinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Sie haben entweder deine Situation, Natalie, also ich möchte nicht alle zusammenhaufen, aber ich denke, es trifft doch auf viele zu, die eher unter dieser Life-Coach-Kategorie gehören, wo so das allgemeine Lebensglück quasi in den Vordergrund stellt. Und viele von ihnen, die sagen auch, ja, die Leute, die kennen sich da nicht so gut aus oder sie suchen mich doch gar nicht richtig, sie stolpern drüber. Das ist das, was ich häufig höre. Genauso im Bereich B2B. Es gibt einige Leute, die haben die Zielgruppe von meinetwegen HR-Experten in Unternehmen. Also sie würden ganz gerne ihr Trainingsangebote platzieren dort und würden einen HR-Ansprechpartner gerne haben. Der HR-Ansprechpartner ist allerdings nach ihrer Recherche den ganzen Tag im Beruf tätig, vernetzt sich nicht außerhalb der Firma so richtig, hat keine Zeit nach der Arbeit oder keine Lust, auf Veranstaltungen zu gehen, hat seine Arbeit bis oben hier nach einem 12-Stunden-Tag, liest deswegen keine Fachzeitschriften über sein Thema. Und in dem Fall, und jetzt kommt die provokative Frage, ist das überhaupt eine Zielgruppe, die ich erreichen kann? Kann ich überhaupt ein Geschäft aufbauen und davon leben, wenn diese Menschen so schwierig zu erreichen sind? Jetzt eine super provokative Frage. Und Petra, meine Frage an dich ist, was macht Natalie in dem Fall, wenn sie sagt, die Leute sind wirklich isoliert zu Hause, kommen da nicht so oft weg? Also wie kann ich sie über die Medien erreichen? Was sind die nächsten Ansatzschritte aus deiner Sicht? Erste Frage ist an Natalie war gewesen. Nee, an dich, Petra.
Achso, soll ich jetzt antworten? Nee, nur weil du zwei Fragen gestellt hast und die zuerst an Nathalie, deswegen. Achso, ich sage, was macht Nathalie in dem Fall mit ihrer Zielgruppe? Oder auch, ja, bleiben wir einfach dabei, also wo sie isoliert zu Hause sind. Also mir sind zwei Gedanken gekommen. Das erste ist, jetzt von den Inhalten, deswegen hatte ich vorhin einfach das Golden mal reingeworfen oder einfach nur so, oder Tennis spielen, sagst, die Kunden sind sehr konzentriert auf ihre Familie und auf, wie soll ich sagen, auf sich selber. So. Der Punkt ist, wenn du, also um es krass auszudrücken, wenn jemand wirklich nur auf seine Füße guckt und nur auf seine Schuhe schaut, dann kannst du, stell dir vor, du bist auf einem Weg unterwegs und derjenige schaut wirklich nur auf seine Schuhe und sagt sich, die müssen geputzt werden. Oder ich hätte aber gerne andere. Wenn er nicht am Wegesrand oder vielleicht, wenn du vorausgehst oder neben ihm oder hinter ihm gehst, er wirklich dich nicht wahrnehmen will, weil er die Shop nicht gemacht hat, aus welchem Grund auch immer, dann kannst du vielleicht auch nebendran mit dem Wimpel stehen, mit der großen Flagge oder eben ihn auch anbrüllen, da wird er höchstens erschrecken. Das machen wir natürlich nie mit unseren Kunden. Aber ein gewisser Grad an innerer Offenheit muss da sein, damit überhaupt die Information aufnimmt. Das muss gegeben sein, weil sonst auch selbst wenn, das kennen wir ja selber auch, wir merken, oh, jemand rennt in die falsche Richtung, wir wollen sagen, halt, Hilfe, das ist nein, du tust dir hier gar nichts Gutes. Aber derjenige rennt und rennt weiter und du tust alles, was du nur kannst, um denjenigen aufzuhalten, aber letztendlich ist es dessen Leben und du kannst nicht dessen Leben leben. Bedeutet, diejenigen, die zwischenrein auf ihre Schuhe gucken, sagen, ich hätte aber gerne andere Schuhe oder ich möchte gerne ein paar drittes, viertes, fünftes Paar haben und gucke ab und zu um mich rum, tut sich denn da was? Ach nee, ich gucke wieder auf meine Schuhe. Die kannst du eher erreichen. Die, die ab und zu rumgucken und schon auf der Suche sind, wie wir vorhin gesagt haben, die natürlich am meisten, klar. So, wie kannst du jetzt Kunden erreichen, die nicht konkret schon dem Schritt sind? Ich suche jetzt jemanden, der mein Leben ändert. So. Erster, der mir einfiel, wo du jetzt sagst, ja, die kümmern sich um die Familie, die kümmern sich um die Menschen. Die anderen Menschen sind wichtiger wie man selber, obwohl man unglücklich ist. Dann ist die Überlegung, wo holen die sich Informationen, damit sie denjenigen Gutes tun können? Also zum Beispiel, wo ist das Thema, das meinte ich vorhin mit, welche Gemeinsamkeiten haben die, mit welchen Themen beschäftigen sich denn diese Menschen, vielleicht abseits auch von deinen Themen. Also als Beispiel, holt irgendwie das Kind ab, wartet Ewigkeiten und da liegt eine Frauenzeitschrift und blättert halt, naja Gott, hoffentlich ist das Kind, ist alles okay mit dem Kind, ist jetzt noch beim Zahnarzt. Ich hole es gleich ab und dann fahren wir zum nächsten. Sitze jetzt im Wartezimmer und überlege einfach. Naja, Gott, das blätter ich halt mal kurz durch, blätter ich auch nicht durch, wie auch immer. Zweite Geschichte und auch gleich Ansatz zum Gucken, was da liegt. Tipp meinerseits, Medien schauen. Bahnhöfe, Flughäfen, große oder auch kleinere mit schöner Auswahl, Kiosk direkt in Vierteln, in Gegenden, wo du denkst, da sind die Menschen, mit denen du dir vorstellen kannst, mit denen du zusammenarbeitest. Es ist super spannend, gerade für Nischenmedien oder Special Interest Medien oder auch Fachmedien zu finden, die man sonst nicht in die Hand bekommt. Und da einfach mal schauen, nicht, ey, was könnte ich jetzt gerade mir schnappen, um jetzt in der S-Bahn uns nicht so langweilig zu haben, sondern mit dem Blick, was würde denn mein Lieblingsleser interessieren? Wenn ich jetzt meine Lieblingskundin habe, der ich jetzt echt geholfen habe und die glücklich jetzt ist und die ich so gerne beraten habe, weil die einfach so ein lieber Mensch war und es eigentlich totales Drama war, dass es der nicht gut ging, aber jetzt ist alles gut. Was würde die denn lesen? Und selbst wenn sie es vielleicht nicht konkret liest, was würde zu der passen? Bei welchem Magazin, kannst du dir vorstellen, würde die dazu greifen? Und das kann auch sein, dass sie dann sagt, okay, naja, die kümmert sich hauptsächlich um die Kinder, aber sie hat jetzt sich vielleicht eine tolle Wohnung, Einrichtung, Zeitschrift gegönnt. Okay, mir geht es zum Beispiel so. Es tut mir in der Seele gut, einfach da was Schönes, Hochwertiges, wirklich Gutes anzugucken.
Und vielleicht gibt es solche Themen und Inhalte und Wünsche auch bei der Wunschkundin, wo sie sagt, das ist ein Thema, das tut mir gut, damit dem vielleicht sogar noch extremer tröste ich mich gerade, weil ich nicht glücklich bin. Oder ich will mir einfach was Gutes tun und etwas Schönes sich anzugucken oder eben auch was für die Familie, Familienmagazin, sich zu Gemüte zu führen. Gibt es denn da was, was für das Thema oder für diese Lebenswirklichkeit relevant ist? Shelia. Ja, danke. Entschuldigung, Peter, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich wollte einfach nachträglich fragen, fällt dir da was schon mal was ein? Also bei mir zum Beispiel, wir haben so einen Kunde-Fragebogen, die ich an meine Kunden gebe, um einfach zu schauen, und wie die Kunden ticken und wie sie unterwegs sind, was ihre Herausforderungen sind. Und die letzte Frage auf dem Bogen ist, welche Zeitschriften liest du? Welche Radiosender hörst du? Welche Fernsehsendung schaust du? Also so überhaupt diese Abfrage. Wo bist du außerhalb von unseren Coachings überhaupt unterwegs in deinem Leben? Was interessiert und beschäftigt dich? Hast du schon in Ansätzen Ideen, wenn Petra spricht, darüber? Oder ist das für dich so ein total Buch mit 7 Siegeln gerade, was das sein könnte für deine Zielgruppe? Nee, also was ich so ganz außerhalb anschauen, weiß ich nicht, aber es gibt ja eben diese Fachzeitschrift, wenn man sie Fachzeitschriften nennen möchte, eben diesen Persönlichkeitsentwicklungsbereich, und die nehmen die Kundinnen zwar jetzt nicht so als Abo, die lesen sie nicht regelmäßig, aber die nehmen sie ab und zu mal in die Hand oder wenn sie über den Weg läuft, schauen sie da rein. Mhm. Also das ist so Happy Way oder Happiness, da gibt es jetzt ja auch gerade immer mehr auf dem Markt, die in die Richtung gehen. Also da sind schon Leser dabei, die potenziell Zielgruppe wären. Okay, sehr gut. Also das heißt, diese Psychologie oder also Zeitschriften oder Happiness, also es gibt alles Mögliche auf dem Markt. Wenn ich auf den Bahnhof schaue mittlerweile, das nimmt wahnsinnig zu, diese Art von Zeitschriften. Und Peter, so was mir in den Sinn gekommen ist, ist irgendwie so der Salonbesuch auch. Also der einzige Ort, an dem ich Gala oder Brigitte lese beispielsweise, ist immer, wenn ich beim Friseur bin, dort und warte, bis meine Haare fertig sind oder sonst was. Aber das kam mir nur so mal gerade in den Sinn. Was mir auch ich lese normalerweise gar keine Frauenzeitschriften, aber ich bin ein großer Fan von Wohneinrichtung. Ja. Und deswegen, das Magazin Salon hat bei mir, ist ein Stein im Brett, was das angeht, zum Beispiel. Ja. Was aber auch ein Punkt ist, was auch ein Ansatz ist. Was machen diese Frauen, die sich ganz, oder was müssen wir in jedem Fall tun, vor allem wenn wir Frauen sind und was im Kühlschrank haben wollen, wir gehen einkaufen. Also auch schauen, ich meine, je nachdem, wo du einkaufst oder auch welche Art von Supermarkt, Biomarkt oder sonstigem du auswählst, definierst du auch schon ein bisschen darüber, okay, mit welchem Kreis oder welcher Klientel bist du da jetzt gerade am Einkaufen. Und überlege dir mal, wo deine Lieblings- und Wunschkunden, wo die einkaufen. Denn du hast gerade was ganz Tolles gesagt, Shelia. Einmal jetzt hier mit der Frauenzeitschrift im Salon, da habe ich gerade im Moment gedacht, Moment, wo sehe ich denn Zeitschriften? Bestimmt, ja klar, im Bioladen. Mhm. Und da liegt zum Beispiel die Happiness aus, die Flow aus, die Emotion, aber auch Psychologie heute, aber auch, und das ist auch noch ein Ansatz, noch einen Schritt weiter denken, welche Magazine würde die vielleicht nehmen Themen oder eher, wie soll ich sagen, weitergefasste Themen und nicht speziell jetzt, ist es mal salopp gesagt, Seelenpflege. Mhm. Also wo kannst du sie noch über dieses Themenbereich hinaus abholen, damit sie überhaupt sensibilisiert wird, hey, das ist ein Thema. Mhm. Also auch ruhig, nicht nur denken, okay, das ist jetzt mein Thema, das ist gut, das passt auf jeden Fall, aber auch noch einen Schritt weiter denken, auf welchen Medien haben könnte dieses Thema passen, aber sie haben es nicht ständig oder prominent besetzt, aber es wäre eine Bereicherung vielleicht fürs Magazin, plus das ist was deine Wunschkundin liest. Petra, ich habe dazu eine Frage. Immer. Also ich sag mal so, Yoga-Sachen, Yoga-Magazine, klar, Persönlichkeitsentwicklung kann ein Thema sein, auch vielleicht in Sachen, wo es um gesunde Ernährung geht oder in die Richtung kann ich es mir gut vorstellen. Wenn ich jetzt aber herausfinden würde, dass meine Wunschkundin eben Einrichtungsmagazine liest, was für einen Beitrag könnte ich in so einem Magazin denn überhaupt leisten, der als Thema passend wäre für einen Journalisten, wo der sagt, Mensch, ja, das können wir hier super mit reinbringen?
Dann würde ich als erstes mal gucken, und das ist der zweite Schritt, mir das Medium genauer angucken. Und also sei es mal die Website oder einfach das Magazin selber auch, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie sind die ausgerichtet. Also, was für Themenspektrum nehmen die? Sind die eher in Richtung, was weiß ich, do it yourself? Ist es eher in Richtung, okay, es geht nach dem Motto hier, Fokus auf Handarbeiten? Okay, da passt es vielleicht weniger. Ist es jetzt auf Wohlfühlen? Ist das, also praktisch, was ist so der Hintergrund oder der Hintertenor von dem Magazin? Ist das das Thema hier, wir wollen dir zeigen, wie du ganz stark, wie du dich wohlfühlst, wo es dir gut geht. Es gibt jetzt gerade auch wieder das neues Magazin rausgekommen, ich glaube vor Monat erst, das heißt Hygge, also okay, H-Y-G-G-E geschrieben, Hygge halt eben aus dem Dänischen, das heißt wohlfühlen oder beziehungsweise sich behaglich machen, wenn man es übersetzt. Und das ist aber ein deutsches Magazin. Und das heißt, welchen Tenor hat das Magazin? Bei manchen klassischen, wie jetzt Schöner Wohnen, da wäre es vielleicht höchstens, okay, welche Wirkung hat denn die Einrichtung auf einen? Und wie kann die Einrichtung dabei einen unterstützen, dass es einem gut geht? Das wäre zum Beispiel mal ein Blickwinkel oder ein Ansatzpunkt, wo man anknüpfen kann und sagen kann, wo ist da das Verbindungsteil oder wo ist der Berührungspunkt von deinem Thema und von dem Medienthema? Und ja, es kann sein, dass du dann sagst, bei dem Medium, nee, tut mir leid, aber das passt wirklich nicht. Oder sieht auf den ersten Blick ganz nett aus. Aha, ich gucke mir mal die Themen an, ich schaue mal an, was haben die da stehen. Oder auch, welchen Stil schreiben die, wo du sagst, naja, nee, passt nicht so ganz. Mhm. Oder, hey, ja, irgendwie, die haben zwar jetzt nicht über mein Thema geschrieben, aber der Tenor passt irgendwie. Mhm. Die Stimmung, die vermitteln wollen, passt. Mhm. Und dann könnte man eben einen Vorstoß machen und zart antipsen und in die Richtung gehen. Also auch, es ist völlig klar, es passt nicht alles, aber wenn du anfängst, dich umzuschauen, wenn dir auch immer wieder neue Magazine und neue Ansatzpunkte begegnen. Also es ist auch ein bisschen Verfeinern deines Gespürs dafür. Ich habe eine Frage an Natalie und dann noch einen Übergang in eine neue Richtung für die Petra, aber zuerst zu Natalie. Natalie, wenn du darüber nachdenkst, du könntest überhaupt einen Artikel platzieren in eine Fachzeitschrift oder vielleicht sogar eine breitere Medienblatt, reizt dich das überhaupt? Schreibst du gern? Weil das ist auch eine wichtige Frage. Ich finde, ob man gerne sowas macht, spielt auch eine Rolle dabei, ob man überhaupt motiviert ist, solche Dinge anzugehen. Jetzt bei mir so ein bisschen zwiespältig. Mhm. Auf der einen Seite finde ich es total schön, was zu schreiben und was aufs Papier zu bringen. Ich habe ja auch einen Blog, wo ich auch regelmäßig eigene Artikel veröffentliche. Auf der anderen Seite merke ich halt da auch ganz groß natürlich die Angst, interessiert es überhaupt jemand, was ich dazu sagen habe? Oder das haben ja auch viele andere zu sagen. Also da kommen dann diese ganz klassischen Selbstzweifel auch hoch. Okay, pass auf. Ich mache Folgendes. Ich schreibe das Wort Selbstzweifel aus. Wir kommen noch am Ende noch dazu, weil ich glaube, die könnten auftauchen jederzeit bei allen Versuchen, da rauszugehen. Wir kommen noch mal zurück. Und jetzt lass uns über andere Dinge sprechen auch, weil ich berichte kurz von einer Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Ich war früher sehr jahrelang Angestellte in der Agenturwelt. Ich war als Marketing-Expertin unterwegs und habe einen ziemlich stressigen Berufsweg gewählt und bin irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich so abgerackert war in dem, was ich getan habe, dass ich an einen Burnout geraten bin und in Hilfe geholt habe, so psychologische Hilfe, weil ich wirklich so echt runter am Boden war, depleted, und meine Art und hat mich zu einer Psychologin hingeführt. Und ich habe versucht, wieder mich zu fangen. Es ist mir gelungen, die ersten paar Jahre danach. Aber irgendwann mal bin ich immer wieder in diese Probleme gekommen mit Schlaflosigkeit oder Panikattacken, wo mein Mann mich zum Krankenhaus mitten in der Nacht fahren wollte und müsste. Und ich
habe das Gefühl gehabt, ich bin unzufrieden, ich möchte was ändern, habe mich nicht getraut und wusste nicht, an wen ich mich wende und wollte nicht unbedingt zurück, wie du sagtest im Vorgespräch, Nathalie, so irgendwie zum roten Sofa. Also das finde ich eine total witzige Bezeichnung. Und ich kannte aber damals nicht die Welt vom Coaching. Wie Peter zu Beginn gesagt hat, ich wusste gar nicht, wer mir helfen könnte, dass es überhaupt Möglichkeiten gibt in diese Richtung, außerhalb von der medizinischen oder psychologischen Richtung. Und ich habe auch nicht online gesucht, im Google oder sonst was, weil ich einfach schlicht nicht gewusst hätte, was ich eintippen sollte. Und eines Tages ist mein Mann zu mir die Treppe hochgekommen und hat gesagt, Charlie, du musst schnell mal nach unten kommen. Da ist ein Beitrag gerade in HR Info, was im Fernseher läuft. Da wird ein Coach geinterviewt und ihr Thema ist Entschleunigung. Und ich glaube, dass es für dich was sein könnte, weil sie redet über Schlaflosigkeit und Panikattacken und alles, womit wir hier zu kämpfen haben, privat, wo keine im Außen das mitbekommen haben. Quasi mein Mann hat mich in ihrer Erzählung wieder erkannt in dieser lokalen Zeitschrift. Also HR ist für die Hessische Rundfunk, wir leben in der Nähe von Frankfurt. Das heißt, ein Coach, der in den lokalen Nachrichten aufgekreuzt ist, und ich bin tatsächlich zu ihr in die Praxis gegangen in Frankfurt, und das waren die ersten Schritte auf meinem Weg in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, zum Selbercoach werden und so weiter und so fort. Und die möchte ich jetzt nicht außen vor lassen, weil ich habe das Gefühl, Petra, und bitte widersprich mich, wenn ich falsch liege, aber für all diejenigen Leute, gerade die Life-Coaches, die vielleicht eine Zielgruppe haben, die gar nicht wissen, was das Ding ist und wo sie hingehen könnten, dass Radio und Fernsehen auch interessant für sie sein könnte. Und die sehen das einfach nicht in Erwägung, weil das scary sich anfühlt. Also wie siehst du das? Wie kommt man überhaupt zu solchen Auftritten überhaupt? War das auf deinem Notizzettel auch, Petra? Anyway. Das ist der zweite Part. Also erstmal muss man gleich sagen, ist es natürlich toll, wenn man in den verschiedenen Richtungen, also einmal lesen, hören und auch sehen, präsent ist. Mhm. Und vom Prinzip her, von den Journalisten, also wie ein Journalist tickt, ist das Gleiche, wie ich vorhin auch gesagt habe, nämlich ein Journalist interessiert in allererster Linie, hast du ein Thema, hast du einen Inhalt, den jetzt gerade meine Zielgruppe brandaktuell interessiert, die ich beleuchten möchte? Oder ist es ein Thema, das eben aufkommt und das ich eben besetzen möchte? Und passt natürlich das, was du hast, zu dem Rahmen oder zu der Art, wie wir das aufbereiten? Bei TV und Radio, also Lokalradio oder Radio, wäre wahrscheinlich noch ein leichterer Schritt wie Fernsehen, sage ich ganz klar, mhm, weil diese Geschichten, also auch wenn man einlädt zum Event zum Beispiel, diese Geschichten, die haben sehr, sehr wenig Zeit. Die haben also generell auch, ich wollte gar nicht so weit ausholen, aber generell die Journalisten, die haben sehr, sehr wenig Zeit. Die müssen schnell entscheiden, ob ein Thema passt. Und sie haben auch eine ganz, ganz knappe Personaldecke. Also das, was du als Kunde schreibst, nach dem Motto, gehetzt, keine Zeit und nur das Business, da kannst du dir auch einen Journalisten drunter reinsetzen in diese Gruppe. Sprich, die haben sehr kurze Sendezeiten, sie haben sehr, sehr viele Themen, die besetzt werden, und dann kommen noch dazu, je nachdem, was gerade aktuell ist, können solche nicht so stark zeitdefinierten Themen, wie jetzt unsere hier, schnell mal rausfallen. Also man muss sich darüber bewusst sein, man kann den Radar aussetzen, dass die Wahrscheinlichkeit ins Radio eher noch, aber ins Fernsehen zu kommen, recht klein ist. Mhm. Einfach auch, weil natürlich, wie beim Magazin auch, nur eine bestimmte Sendezeit jede Sendung hat und natürlich auch einen bestimmten Abschnitt von dieser Sendezeit, von der Sendung, dann mit jemandem extern belegt wird oder interviewt wird. Kennen wir ja auch, Politiker werden interviewt. Wie lang sind die in den Nachrichten? Naja, vielleicht 1-2 Minuten, vielleicht 3 maximal, und dann ist auch gut. Es sei denn, es ist ein extra Roundtable-Gespräch, wo alle miteinander sitzen, diskutieren. Also das muss einem vorher klar sein. Nicht, dass man frustriert ist und sagt, so, ich habe es jetzt probiert, aber kann ich gleich was raus oder ist nicht. Auch generell wichtig, auch weil gerade jetzt das Thema Selbstzweifel angesprochen wurde, ich sage es gleich, erstens, hast du ein tolles Thema, wo der Journalist sagt, hey, das passt genau zu meinen Lesern und das ist super interessant,
dann wird der womöglich auch mit dir ein Interview führen oder dir einfach Fragen stellen oder einfach etwas von dir an Informationen haben wollen. Und dann schreibt er natürlich selber seinen Artikel. Also anders wie beim Blogbeitrag ist es nicht so, dass du dann was schreibst und der veröffentlicht es einfach. Mm. Muss man auch klar sagen. Das ist keine, Veröffentlichungsmaschine, sondern, das muss man auch sagen, die Journalisten sind praktisch die Gatekeeper, die sortieren, welche Informationen, wie ein Trichter, ist für meine Wunschkunden, da kommt der Schellier Trichter, ist für meine Wunschkunden denn interessant und die landen letztlich im Heft. Bedeutet, von ursprünglich, ganz traditionell, sagt der Journalist, ey, ich entscheide, was da reinkommt, ich wähle aus, mir wird auf der Kopf kleiner gemacht, wenn ich was einwähle, was keinen interessiert und unser Magazin den Bach runtergeht oder es keiner liest oder es Ärger gibt. Und du kannst mir weder vorgeben, was da drin steht, noch kannst du eben bestimmen, so und so willst du es haben. Wenn du das haben möchtest, dann mach eine Anzeige. Bedeutet, dass wir bieten Informationen an, wir bieten Mehrwert an, wir bieten Wissen an, wir bieten unsere Expertise an und der Journalist im besten Fall sagt, hey, genau das habe ich gesucht. Perfekt, das nehme ich. Und dann kommt es eben nochmal darauf an, dass, ob er dann wirklich den Platz im Heft hat oder in der Sendezeit oder eben, dass er dann das wirklich einbinden kann, weil sich einfach auch viel in der Welt tut und wir halt nicht, leider halt nicht zu viert oder zu fünft unterwegs sind, was das angeht. Das sage ich gleich mit dazu. Das heißt, du musst nicht unbedingt dann diese Beiträge schreiben und was auch noch, also falls das eine Hemmschwelle ist und das Zweite ist, wenn du wirklich eine klassische Presseaussendung machst, dann gibt es noch ein paar, ich sag's immer so salopp, Schreibregeln. Also sprich, der Journalist freut sich, wenn das, was du schreibst, einen gewissen Stil hat, eine gewisse Aufbereitung hat, die ihn erkennen lässt, hey, du bist Experte. Und dazu gehört unter anderem, nur als ein Beispiel nennen, dass du keine werblichen Begriffe reinnimmst. Also du lässt die Fakten und dein Wissen sprechen. Der Journalist erkennt schon von selbst, dass du eine Expertin bist. Und noch ein Tipp wegen der Website, nur weil es mir aufgefallen ist. Ich finde deine Website so sympathisch und so, wie soll ich sagen, vertrauensbildend, dass ich da wirklich ein wirklich sehr angenehmes Bauchgefühl hatte, als ich mir das angeguckt habe. Also wenn ich jetzt einfach so im Wunschkunden und einfach nur neugieriger Website-Besucher bin und wenn ein Journalist drauf guckt, drittes Auge von vorhin, dann wäre es vielleicht on top oder als Ergänzung noch schön, wenn vielleicht irgendwo ein kleiner Kasten in der Über-mich-Seite wäre, wo nochmal ein paar Fakten zu dir sind und speziell auch zu deiner Ausbildung oder zu deinem fachlichen Hintergrund. Hat den Vorteil, dass der Journalist, wenn er nämlich neugierig geworden ist und sagt, oh ja, das Anruf war toll, jetzt möchte ich was von dir wissen, gleich nochmal noch mehr das Gefühl gehabt, dass er wirklich mit einer Expertin spricht. Und B, die Kunden, die emotional sich so langsam angenehm und gut fühlen, haben dann für ihren Verstand auch nochmal ein paar Fakten, die ist wirklich gut. Also ich sollte aus wirklich, ob ich es mir jetzt so logisch überlege oder emotional, ja, ich glaube, ich habe jetzt Vertrauen, ich rufe da an oder ich schicke dir eine Nachricht. Also das noch als Ergänzung. Okay, danke schön. Passt das? Ja, super schön. Und ich habe ja einmal ein Interview mit Petra gehalten zum Thema, wie man seine Website quasi aus der Journalistenblick betrachtet und anreichert. Ich werde den Link auch unterhalb von diesem Video posten. Ich glaube, wir sehen hier, wir haben heute sicherlich ganz an die Oberfläche gekratzt, an Wissen, was da möglich ist, was man berücksichtigen darf. Aber ich fand es schon mal ein super, sehr interessanter Einstieg. Vielen Dank, Petra. Heute war das Ziel, auch dich als Expertin besser kennenzulernen, zu verstehen, was dein Wissensbereich ist, was du anbietest, wie du Leuten hilfst. Und wir werden gleich dazu kommen, wo man mehr über deine Arbeit findet, Petra, und wie man noch einsteigen kann, weil du hast tolle Angebote, wie man noch tiefer einsteigen kann, wenn man PR nutzen möchte als Spielplatzergänzung, also wie du zum Anfang gesagt hast. Was mich interessieren würde jetzt, Natalie, ist, du hast ganz heute viel Infos bekommen.
Was nimmst du für dich persönlich mit? Was hast du neu gesehen? Was hast du neu gehört? Wo hat es bei dir begonnen, Klick zu machen an einigen Bereichen, die vielleicht vorher noch nicht aktiv waren? Also nochmal mehr zu gucken, was potenzielle Kundinnen außerhalb von dem lesen würden, wie jetzt eben Fachzeitschriften Happiness oder Flow, wie ihr schon genannt habt. Also da, für was interessieren sie sich sonst noch? Und die Wahrscheinlichkeit, ich habe überhaupt nicht die Wahrscheinlichkeit gesehen, auch wenn es jetzt bei mir wahrscheinlich nicht passt, aber dass überhaupt in einem Einrichtungsmagazin die Möglichkeit bestehen könnte, da einfach die Zielgruppe anzusprechen. Also da einfach nochmal über den Tellerrand hinaus zu blicken und da vielleicht zu schauen, was gibt's da, auch wenn es im ersten Moment überhaupt nicht passend erscheint, doch da vielleicht einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ja. Das ist so, glaube ich, so das Hauptding. Und das Zweite ist halt wieder, vielleicht ein bisschen mehr Motivation, das mal anzugehen, weil dass es das gibt, weiß ich. Ich habe mich damit auch schon beschäftigt, aber die Hemmschwelle ist sehr groß, weil eben die... Peter, du hast es gerade schon gesagt, es gibt unheimlich viele Anfragen, Journalisten sind gestresst, deswegen wahrscheinlich auch dann viele Absagen oder man muss einiges auch probieren oder sehr gut recherchieren vorher, was dann auch sehr viel Zeit kostet, wenn es dann natürlich sehr zielgerichtet und sehr passend in dem Moment dann auch ist, dass es zum Redaktionsplan passt und das, ich habe mich einfach noch nicht die Muße gehabt, noch nicht rangetraut und da vielleicht jetzt die Motivation noch mal ein bisschen größer, das doch mal anzugehen. Ja. Das ist sehr gut, Natalie. Und wie ich das immer lehre, ist dieses Schritt-für-Schritt-Herangehensweise. Nämlich, wenn du dir vorstellst, dein Marketingkuchen oder dein Spielplatz, wie Petra das sagt, das sind zwei verschiedene Metaphern, die aber ähnlich miteinander zu tun haben, dass die aus verschiedenen Kuchenstücken besteht. Und einiges können sein, also ein Kuchenstück kann dein Blog sein. Und vielleicht ist dein erster Schritt, also und das gilt jetzt für alle, die gerade zuhören da draußen, dein erster Schritt könnte sein, erstmal zu meistern, regelmäßiges Blog schreiben. Ist es auch unterstützen, wenn du in Kontakt mit Journalisten bist, denke ich, Petra, weil sie auch sonst noch gucken, vielleicht wo du im Netz tätig bist und wie du dort schreibst und was auf deiner Website steht. Das heißt, das ist eine unterstützende Maßnahme zu den anderen Maßnahmen und genau umgekehrt, wenn du in eine Fachzeitschrift kommst, kannst du diesen Artikel mit Erlaubnis von der Fachzeitschrift vielleicht verlinken von deiner Website hinweg. Also das verzahnt sich alles in einem, aber man braucht gar nicht den Anspruch zu haben, in den ersten Jahren alles sofort zu können, sondern es gilt einfach peu à peu immer neue Kuchenstücke zu meistern, wo man eine Inspiration fühlt, dorthin zu gehen. Und einige Leute werden heute zugehört haben und sagen, bloß nicht, bleib mir fern mit PR, ich habe keine Lust auf das ganze Thema, das spricht mich gar nicht an. Und andere werden sagen, oh doch, mach mich total neugierig. Und andere sagen, unbedingt, ich will in die Emotion, ich will in das Happiness-Zeitung, ich will in die Einrichtungszeitschrift. Die haben voll Bock, das auszuprobieren und jeder wird spüren, was der für sich nächst beste Schritt ist. Wichtig ist, finde ich, ist, dass man sieht, es gibt so viele Möglichkeiten, um an den idealen Kunden heranzutreten. Und je mehr wir neugierig sind über sie, und das hat Petra heute, glaube ich, super auf den Punkt gebracht, je mehr wir uns fragen, was beschäftigt sie? Wo sind sie? Wie sieht es in ihrem Leben aus? Und wenn wir immer neugierig bleiben, weil was ich immer merke über meine Laufbahn, ich bin jetzt im... Oh Gott, was ist jetzt? Also selbstständig in 2009 habe ich mich gemacht, in Richtung 10 Jahre unterwegs. Diese Neugier hört nicht auf, weil so wie ich mich wandle und wachse, so verändert sich meine Zielgruppe und so muss ich immer neugierig und offen bleiben, mich immer diese Fragen stellen über sie und sie im Vordergrund zu stellen. Insofern fand ich das Gespräch super interessant. Petra, wo kann man mehr über dich und deine Arbeit finden online? Ja, ich habe tatsächlich zwei Websites, so viel zum Thema Zielgruppe. Am leichtesten ist es vielleicht, ja, weil ich einmal Unternehmen aber auch, und natürlich auch Selbstständige anspreche. Am einfachsten ist es vielleicht, wenn man auf meiner Hauptseite vorbeischaut. Das ist ein Wort geschrieben, petravonschenkconsulting.com, das Schenk mit Zicker. Und da kann man dann bei Selbstständigen schauen und eben auch schauen, was ich da an verschiedenen mache. Also groß gesagt, übergeordnet gesagt, sowohl PR als auch im Einsteigen. Ich bin gerade dabei, ein Selbstlernprogramm, wie man seine PR vollständig in Eigenhände nimmt, fertigzustellen oder eben zu relaunchen. Da ist also praktisch alles drin, was man an
Hintergrundwissen braucht, um damit das in die eigenen Hände zu nehmen, ganz so, wie man es eben mag. Das heißt, eigentlich mache ich mich damit überflüssig, aber ich gebe genau das Wissen weiter, was ich als, und da möchte ich auch nochmal den Nathalie Mut machen, ich war ursprünglich auch Branchenfremde in die PR-Welt und ich bin eigentlich gelernte Bankerfrau, war später dann Einzelhandelmanagerin. Und deswegen, da habe ich alles zusammengestellt, was man als Hintergrundwissen braucht und auch als konkretes Wissen. Also wie schreibe ich eine Presseinfo zum Beispiel oder wie komme ich überhaupt, wie hier Thema, zu den Medien oder was mache ich denn dann, wie sprechen Journalisten an? Also all die Dinge, die ich eigentlich selber hätte gebrauchen können und die ich dann mit der Zeit eben dort ganz praktisch gelernt habe und der Berliner Journalistenschule. Ja, und dann ansonsten, was an Tipps und Dingen gibt und auch natürlich dann den Link zur zweiten Seite für die Selbstständigen. Sehr schön, Petra. Und es ist für mich eine große Ehre, dass du im Expertenteam bei uns bist und dass meine 1:1-Kunden in den Genuss kommen, mit dir im One-to-One ein Beratungsgespräch zu machen. Auch vielen Dank dafür. Und Nathalie, wo findet man dich online? Also wo kann man diese wunderschöne Website, die Petra die ganze Zeit lobt, anschauen? Ganz einfach unter www.nathalie, ohne H, also N-A-T-A-L-I-E, -mühlen mit muehlen.de. Also dir auch, Nathalie, alles, alles Gute, viel Erfolg und Freude beim weiteren Aufbau von deiner Coaching-Praxis. Und all diejenigen, die auf diese Selbstzweifel, wollte ich zurückkommen. Wo sind Hindernisse im Leben eines Unternehmers oder eines Coaches, eines Trainers, eines Beraters? Die sind vermeintlich in Skills. Also ich weiß nicht, wie ich die Journalistin anspreche und ich weiß nicht, wie ich oder wo ich meine Zielgruppe genau heute finde. Eigentlich sind das nicht die wirklichen Hindernisse. Die Hindernisse sind die Selbstzweifel, die Gedanken, die man hat, dass man vielleicht das nicht überwinden könnte oder was andere denken darüber oder dass alle das sonst gesagt haben. Und auf dem Weg möchte ich einfach geben dazu, das ist ein Gedanke von vielen, den wir über den ganzen Tag haben. Wir denken auch, was habe ich zu Frühstück oder zu Mittag? Ein Gedanke könnte sein, oh Gott, dieser scheiß Technik hat heute nicht so funktioniert und dann machen wir nochmal das Interview neu. Und ein nächster Gedanke könnte sein, ich bin ein geiler Hecht und schau mal, was ich alles in meinem Blog schreibe und wie toll ich meine Kunden anziehe. Und im nächsten Moment ist wieder ein Selbstzweifel. Und wenn du erkennst, dass Gedanken einfach fließend sind und uns gar nicht anhaben können und gar nichts damit zu tun haben, ob wir erfolgreich werden in unserem Business, unserem Marketing, unserem PR, sondern einfach flüssige, fließende Dinge wie Wolken, die vorbeiziehen den ganzen Tag, dann haben sie weniger Kraft. Und wir können einfach kreativ nach vorne gehen. Das vielleicht nur mal zum Schluss hin hinsichtlich dieser Selbstzweifel. Euch allen einen schönen Tag. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser heutigen Facebook-Live-Video zum Thema Meet the Experts. Wir sehen uns nächsten Monat wieder online mit einem anderen Experten zu einem neuen Thema. Ihr könnt gespannt sein, was das ist. Und bis dahin, wir sehen uns wieder online. Tschüss zusammen und Dankeschön für euer Dabeisein. Vielen lieben Dank auch von mir. Tschüss.